Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2, wo ich jetzt mal gegoogelt habe und ich weiß, wo die Stelle ist. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne den Anfang davon finden. Also rein theoretisch müssten wir hier in der Nähe sein, wenn das hier ist. Also ich weiß, das ist... Ich sag's mal so, es ist südwestlich von Valentine. Südwestlich von Valentine ist ein relativ großes Gebiet. Das heißt aber, hier müsste irgendwo eine Brücke sein, bei der wir starten müssten. Das heißt aber auch, wir sind in der Nähe. Aber ich sehe hier keine Brücke, ehrlich gesagt. Oder ich habe Optik. Südwestlich. Norden, Osten, Süden, Westen. Das, also irgendwo hier müsste das sein. Das könnte hier sein. Muss aber nicht. Könnte auch. Wobei, das ist der einzige Ort, der nicht markiert ist, ne? Und nicht aufgeschrieben ist. Ich setze mal hier den Waypoint. Ich reite da jetzt hin. Der andere rennt ja nicht weg, weil das will ich jetzt ganz dringend machen. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, warte. Warte. Nein. Gut. So, Timer läuft. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Easy boy. Jetzt geht es natürlich wieder ein Stück weit zurück, aber wie gesagt, eigentlich, ich würde gerne bei der Brücke anfangen, aber leider wurde direkt gesagt, wo das ist. Deswegen kann ich bei der ominösen Brücke leider nicht beginnen. Aber ich habe da jetzt auch so keine Brücke in der Nähe gesehen, ehrlich gesagt. Was ist denn mit dem Wolf? So, also ich sehe hier so keine Brücke. Die Frage ist natürlich, außer die da oben, aber die ist das nicht, weil das wäre eine überdachte Brücke und die ist auf der Karte eindeutig nicht eingezeichnet. Deswegen... Da schon wieder los. Easy now. Hey, I'm ordering you to stop. Yep. Meint er mich? Nein, ich bin fast tot. Muss ganz schnell was essen. Beziehungsweise eine Arznei zu mir nehmen. Schnell irgendwas mit Gesundheit. Ah, ich habe nur Pferdemittel hier. Scheiße. Hier. Bestimmt gut für mein Karma. So, und jetzt muss ich meinen Kern wieder füllen. Dafür fressen wir ein wenig Fleisch. Puh, wäre ich fast gestorben. Leck mich fett. Ach, da wollten die O'Driscolls hier mal befreien. Da ist eine Hütte. Easy, easy. Oder was ist das? There, boy. Ja, aber nicht die, die wir suchen, oder? Das hier ist eine Scheune. Ach, hier ist die Downs Ranch. War ich hier nicht schon mal?
Ja, ist kein zerfallenes Haus. Ich glaube, hier war ich auch schon mal. Ist ja, glaube ich, auch eingezeichnet. So, da wir der Karte nicht wirklich folgen können, auch wenn ich es gerne würde, aber weiß halt auch nicht, bei welcher Brücke fängst du an, ne? Die Schatzkarten hier sind ja schon weitläufig genug, was das angeht. Hm. Ich hoffe, das ist da, wo ich das jetzt markiert habe. Ich wüsste sonst nicht wo. Wir haben zwar noch ein paar. Ist das die Brücke? Das könnte die Brücke sein. Hintenrum links. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, there. Das ist, glaube ich, die richtige Brücke. Yep. Ja, guck mal hier. Zack, Fragezeichen. Guck mal, was wir haben. Ein Fragezeichen. Okay. Das heißt, wir sind da. Das heißt, ich speichere einmal vorher. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Ein bisschen spät. Wir sind nämlich schon fast wieder am Ende. Leider, leider. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Wir suchen gerade den Killer. Beziehungsweise wir haben ihn eigentlich gefunden. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihn killen können. Bis um 12 noch. Also eine halbe Stunde. So, da ist die Hütte. Und da ist das Kellerloch. Alles klar, alles klar. Da ist der Killer, tralala. So, ich bin bewaffnet. Gucken einmal, guck mal, was wir hier haben. Was ist das denn hier? Die leuchtet gar fürchterlich, aber ich kann nichts machen. Ich weiß, wir müssen an die Kellertür. Gar kein Problem. Das machen wir auch. So, ich gucke einmal kurz nach der Kombination. Die ist 6-34-32. Okay. 6-34-32. Da ist das Schloss. Da müssen wir rein. Müssen wir die selber eingeben? Nee. Okay. Das ist ja leicht. Hätte ich mir gar nicht merken brauchen. Schade eigentlich. Ich dachte, wir können das selber machen. Hm. Ich habe ein bisschen Angst. Erkunde das Kellergeschoss. Ach du dicke Scheiße. Okay. Ach du dicke Scheiße. Okay, hier sind Kerzen an. Hier sind irgendwelche Ausschnitte, die ich nicht lesen kann. Ich sehe nichts. Okay, da liegen Zigaretten, zwei Briefe. Natürlich wieder Premium-Zigaretten, dann heißt, ich rauche mir erstmal einen in den Hals. Benutzen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist Le Killer? Ich will den Brief nicht untersuchen, ich will die Zigaretten aufheben, Kollege. Hier. Manu. Jetzt. Den Bogen können wir nicht mitnehmen. Okay, wir haben jetzt zwei Briefe. Untersuchen. Erstmal umdrehen. Steht nichts drauf. Und dann lesen. Brief an den Herausgeber. Sehr geehrter Herr Herausgeber. Interessanter Nachname. Ich muss Ihnen mitteilen, wie alarmiert ich darüber bin, wie wenig Ihr erlesenes Magazin über die jüngsten Morde in der Region berichtet. Der Urheber dieser Verbrechen ist eindeutig ein äußerst gerissener Mann von großer Intelligenz und Kraft. Er stellt eine nicht zu ignorierende Gefahr dar,
nicht nur für all die Leser ihrer Publikationen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch für deren Autoren selbst. Ich schlage vor, sie beginnen, ihn und seine Kreation mit der Ehrfurcht zu behandeln, die angemessen wäre. Gott helfe uns allen. Mit freundlichen Grüßen, ein besorgter Bürger. Also der schreibt, der will eindeutig in der Öffentlichkeit stehen. Also so ein typischer Psycho einfach, ne? Der braucht Aufmerksamkeit. Der sagt, hier, guck mal, ich habe einen umgebracht, jetzt berichte darüber, du Spast. Ja, ich brauche ultra lang. Ich habe angefangen zu spielen, als es rauskam, also als es erschienen ist. Und das ist schon ein wenig länger her, wie du weißt. Und ich bin jetzt bei Folge Nummer 110, bei so circa halbstündigen Folgen. Und wir haben jetzt Mitte des nächsten Jahres. Also ja, es dauert sehr lange. Es geht aber leider nicht anders, weil ich muss ja irgendwie das hier, Familie und Job unter einen Hut bekommen. Da geht's nun mal nicht anders als maximal 4 Stunden in der Woche. Wenn dann mal vielleicht Zwergnase bei Oma ist, dann auch mal ein bisschen länger. Aber ansonsten, ja, so nach diesem Schema. Leider. Aber nützt ja nichts. So. Kentucky Bourbon, den will ich nicht haben. Lass mich in Ruhe mit dem Kentucky Bourbon. Ich will den Brief haben, Mann. Oh, muss ich jetzt echt erst einen Bourbon trinken? Kentucky Bourbon. Kentucky Bourbon hier. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt bei knapp über 50%, also es dauert halt seine Zeit. Nützt ja nun nichts. Vor allem, wenn man zwischendurch noch was anderes spielt. So wie ich. So, erstmal umdrehen. Da stehen auch noch Zeilen. Sehr schön. Wir lesen. Brief von Mutter an Edmund. Mein lieber Edmund. Was ist in letzter Zeit bloß in dich gefahren? Unsere gemeinsamen Abendessen, die mir früher so viel Freude bereitet haben, sind inzwischen eine schwere Belastung. Du bist entweder müde, abgelenkt, fieberhaft oder aufgeregt und manchmal alles zugleich. Es war ein Fehler von dir, jemals zu Hause auszuziehen. Auch wenn ich deine Entscheidung gutheiße, nicht zu heiraten und stattdessen mehr Zeit mit mir zu verbringen, hatte ich mir doch nicht diese Art von Gesellschaft vorgestellt. Vielleicht brauchst du doch eher eine Frau. Dein freundlicher Nachbar hat mich über dein ständiges nächtliches Kommen und Gehen informiert. Bedeutet das vielleicht, dass es da eine enge Freundschaft gibt, von der deine Mutter nichts weiß? Ich hoffe, dein Geschmack bei deinem Umgang hat sich in den letzten Jahren verbessert, aber ich werde mir kein vorschnelles Urteil bilden. Ich wünsche mir nur bald eine Erklärung für all das. Deine dich liebende und besorgte Mutter. PS, ich hoffe, du isst und schläfst genug und nimmst das Laudanum, das Dr. Finkels dir gegeben hat. Es sollte deine Nerven ein wenig beruhigen. Ah, der ist eindeutig nicht ganz dicht. Okay. Boah, ich sehe einfach nichts. Es ist so kackdunkel. Hinten in der Ecke. Wir haben noch irgendwo eine Lampe dabei, ne? Warte hier? Nee. Hier war das, ne? Hier, warte da. Lampe. Eliza Bloom? Missing Girl. Okay. Und eine Blutspur nach hinten. Yay! Ich freue mich. Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Dicke. Ach du Kacke. Untersuche das Messer. Was ist das da? Nein. Ein Fotoapparat. Viel zu saufen. Viel zu leichen. Ach du dicke Scheiße. Ach du dicke Scheiße. Oh Gott. Das ist ein Zettel? Nee, das ist ein Messer. Achso. Oh. Der war schnell da. Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice and fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. Oh.
du Spacken. Du Spacken, Junge. Alter. Oh, ich dachte schon, das wird jetzt schwierig, Alter. Aber kurz mal, zweimal mit dem Schädel gegen die Wand gehämmert und dann war Schicht im Schacht. Okay, haben wir noch mehr hier? Nee. Scheint ein Fotograf zu sein, wa? Ja, da hast du recht. Also als Schüler, ich muss auch sagen, nicht nur als Schüler, auch, sag ich mal, wenn man Single ist, arbeitet und keine Familie hat, ist das auch viel einfacher. Ich kenne das Spiel ja schon. Ich habe ja jetzt erst seit, ja, fast 2 Jahren eine richtige Familie gegründet, also vor knapp 2 Jahren. Und davor hatte ich halt auch unendlich viel Zeit. Ich habe halt tagelang, nächtelang gespielt und geschnitten und hin und her und hast du nicht gesehen. Puh, und ja, seitdem der Knirps dann da ist, ist das halt nicht mehr so einfach, ne? Nur da muss man dann halt sich auch mit seinem Frauchen einigen, was wir ja gut hingekommen haben. Und ich sag mal lieber so als gar nicht. Aber ja, du hast sehr große Vorteile als Schüler, gerade wenn Ferien sind. Aber ich bin ganz ehrlich, ich könnte dich beneiden, aber ich tue es nicht. Weil ich mag meine Familie, ich mag meinen Job und ich mag eigentlich auch so, wie es ist. Also alles gut. Von daher passt das eigentlich für mich. Wie gesagt, so ist ja besser als gar nichts, ne? So, ich mache mich mal ganz schnell auf die Socken. Nicht, dass der noch auf komische Ideen kommt. Dann liefern wir den Kollegen mal ab. Dann haben wir das wenigstens mal fertig hier. Ich weiß gar nicht, schaffen wir noch eine Folge? Ich glaube nicht, wa? Ich glaube nicht. Wobei, wir liefern den jetzt ab und dann machen wir noch eine kurze Folge, würde ich sagen. Ich versuche immer so 4 Folgen hinzukriegen, ist aber manchmal gar nicht so einfach. So, Edmund. Komm mal mit, mein Junge. Wenigstens hat er mich nicht vollgelabert, der Spacken. Hallo, ich hab hier einen Serienkiller. Guten Tag. Which fellow? Let's put him on the floor and let's take a look at him. Fellow been well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, Eve. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. Now you are a frightening fella. I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer, don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Get him off me! Wow. Oh, thank you. Thank you. My lord. What a monster. Yeah. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. Das sag ich dir. Here. Here's some money for your trouble. Thank you, sir. What a mess. $20 für den kranken Bastard. Willst du mich verarschen? Amerikanische Träume. Ja, am Arsch. 3,50, Junge. Ja, da kannst du schön selber machen. Puh. Nee, tatsächlich streame ich nicht alles, was ich spiele. Nur, mittlerweile streame ich alles, was auch auf YouTube kommt. Also ich spiele auch noch privat so ein bisschen abends für mich selber.
Da habe ich ja zum Glück auch Zeit, wenn Junior dann im Bett ist. Nach Arbeit. Und, aber alles, was auf YouTube läuft, streame ich mittlerweile auch. Ich habe da erst mit vor kurzem mit angefangen, weil ich wollte wieder mehr streamen. Vorher habe ich halt nur aufgenommen, so für mich alleine und dann auf YouTube. Und jetzt ist es halt so, alles, was auf YouTube kommt, das streame ich auch. Puh. Hier. Einmal sauber machen. Aber ich spiele sehr viel, was das angeht. Hab zwar wenig Zeit, aber ich spiele sehr viel. Ne? Meine Liste ist auch mega lang. Also, ich habe auch schon viel angefangen und dann irgendwann aufgehört, weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Also, ich spiele auch nicht auf Biegen und Brechen irgendwelche Spiele durch, wo ich dann keinen Bock mehr drauf habe, sondern wirklich nur so, wie ich Lust habe. Das ist ja zum Beispiel einer der Gründe, warum dann jetzt erstmal ich bei Kingdom Come erstmal aufhöre und dann Days Gone anfange, weil ich habe jetzt mehr Bock auf Days Gone als auf Kingdom Come, aber auch noch Bock auf Red Dead, deswegen geht Red Dead weiter und Kingdom Come erstmal dann nicht. So, und bevor ich mich jetzt hier weiter verzettel, sage ich mal, das war's für diese Folge, deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, für die Leute auf YouTube bei Red Dead Redemption 2 und bis zur nächsten Folge. Ich bin Demi Honecke und ich bin raus.